Wir beginnen damit, dass wir die Klebepresse öffnen. Habe ich das nicht schon mal erklärt? Ja, aber mit ein paar Fehlern drin. Ich habe zu dem Originalvideo ein paar Kommentare bekommen, wie es richtig gemacht wird. Zum Beispiel den hier. Huhu, leider nicht ganz richtig. Erst wird der linke Film eingelegt, und zwar ungefähr einen halben Zentimeter über die Mitte. Dann von rechts und oben drauf. Auch hier wird er ca. 0,5 cm über die Mitte. Klebefilm wie beschrieben einlegen und runterdrücken. Einfach so, ganz einfach. Also, dann mache ich erstmal so, wie es in einem Kommentar beschrieben wurde. Klebepresse öffnen. Zuerst den Film auf der linken Seite einlegen, so dass er ca. 5 mm über die Mitte hinaus steht. Dann den Film auf der rechten Seite einlegen, so dass er auch 5 mm über die Mitte hinaus steht und zusätzlich den linken Film überlappen tut. Klebestelle einsetzen, so dass die orange Seite von einem weg zeigt und nach oben. Hebel nach unten drücken. Die Filmenden wurden automatisch abgeschnitten und die Klebestelle wurde angedrückt und hergestellt. So schnell geht's.